Caravansalon Düsseldorf. Die Nummer 1 Messe für Reisemobile und Caravans hat einiges zu bieten im Freigelände. Schauen wir mal ganz kurz da. Da kommt ein Offroad-Geländewagen rübergefahren durch den Parcours. Das kann man nämlich hier auch machen als Beifahrer und das werde ich jetzt auch machen, weil diese Möglichkeit lasse ich mir nicht entgehen. Los geht's. Es geht los. Ah! Also ich muss sagen, ich fühle mich ganz schön sicher hier drin. Macht Spaß. Jetzt wird eine Runde gebadet. Ich hoffe, ich werde nicht zu sehr nass. Nein, wir bleiben trocken. Jetzt kommt die Schrägfahrt. Und wir werden ganz schön auf die Seite gekippt. Fühlt sich aber ganz witzig an, muss ich sagen. So ein bisschen fühle ich mich so wie ein Pferd im Parcours. Wir fahren jetzt die Steilauffahrt hoch. Abwärts. Besser als eine Achterbahn hier drin. Kann ich euch sagen. So, super. Auch hier draußen im Freigelände, sieht zwar nicht so aus, ist die Oldtimer-Show, sieht nicht so aus, weil wir uns reingesetzt haben in ein wunderbares Schätzchen. Wo drin sitzen wir hier gerade? Das ist ein Westfalia Baujahr 1965 und das ist ein sehr solides Fahrzeug und wir benutzen das immer noch. Wenn wir zum Beispiel auf dem Campingplatz ankommen, können wir kaum unser Vorzelt aufbauen, dann werden wir schon direkt umringt. Und die Leute fragen, wie können sie damit noch reisen? Aber warum können wir eigentlich nicht damit reisen? Schon zum fünften Mal dabei, aber jetzt neu im Freigelände, das Traumtouren-Kino. 7 Shows werden täglich gezeigt und Frau Emlich, Sie können mir sagen, was es so Schönes zu sehen gibt. Ja, also es geht los um 10.30 Uhr, entführen wir Sie in die USA, die Route 66, also ein Traum für alle Nostalgiker, so der Ursprung des Campings, geht etwa eine halbe Stunde, danach ein großer Sprung in den Süden nach Südamerika, das sogenannte Herz Südamerikas, Bilder aus Uruguay, Chile, Argentinien, Peru, Bolivien, die Anden, Machu Picchu, Titicacasee, die Wasserfälle von Iguazu und dann später nochmal ganz in den Süden, ans südlichste Ende der Welt, nach Patagonien, Chile, Argentinien, also fantastische Aufnahmen von Tieren, Pinguinen, Wale, Gletscher, all das zu sehen bei uns hier im Traumtouren-Kino. Und ich kann Ihnen sagen, es ist einfach nur wunderschön. Alleine hier im Freigelände auf dem Caravansalon 2013 kann man den ganzen Tag verbringen. Nur noch ein Grund mehr, hier nach Düsseldorf zu kommen. Caravansalon Düsseldorf.